Jo, nach meinem Abbruch bin ich wieder zurück und hatte auch ein bisschen recherchiert gehabt mit den Türen. Also es geht für sowas wie Schraubenschlüssel oder Hammer, ist allerdings beides nicht bei Miclone inkludiert, also inbegriffen. Von daher weiß ich gerade nicht, wie ich das mit den Türen machen soll und ja, ist zwar blöd, aber dann lassen wir das halt erstmal so, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, beziehungsweise ich guck mal nach einer Mod für genau da dieses Phänomen, ob man vielleicht den Screwdriver noch hinzufügen kann. Nichtsdestotrotz werden wir es jetzt erstmal lassen. Jo. So. Wir brauchen noch Ton. Da waren wir gerade stehen geblieben. Warum sind hier so viele Tiere? Vor allem, warum kommen die immer wieder vom Himmel? Kann nicht gesund sein. Vor allem so viele Pferde. Also irgendwie hat die Map hier echt mit Pferden. Na, wahrscheinlich ist das mit den Pferden so eine Stärke von der Map, sozusagen die Pferdestärke. Wegen Pferdestärke und so. Ich halte das schon mal mit. So, hier wohl noch ein bisschen. So, hier ist noch eine ganze Menge. Oh, wir sind voll. Gut, dann schmeißen wir das hier mal raus. Könnte es eigentlich schon fast gereicht haben, oder? Ach komm, doch, wir gehen zurück. Sollte erstmal reichen. Ist ja bloß noch die Decke. Mehr haben wir ja nicht mehr. Die Wände haben wir ja soweit. Hier ist schon ein bisschen was gewachsen. Ah. Achso, siehst du, kann ich gleich mal hier in den Ofen schmeißen. So, einmal, das wären dann 8 durch. Gott, das wären ja 8 Stück. Halleluja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Und schon ist unsere Kohle doch leer. Fuck. Also müssen wir doch auf Kohlesuche gehen. Bringt ja alles nichts. Gut. Andererseits haben wir hier gleich. Ja,
Okay. Oh, hoffentlich kommen jetzt hier nicht irgendwelche Gegner. Oh! Fuck! Na komm, geh hoch. Ernsthaft jetzt. Ach komm. So. Da würde ich jetzt mal hier ordentlich mal. So, was wir allerdings brauchen, ist eher sowas wie Kohle. Ach, da. Stifte, zweimal Kohle, erzeugt 8 Fackeln. Dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie das auch brauchbar benutzen können. Hier schon mal nicht. Na komm. Ach, das mit dem Wasser hier, ey, ist ja ein Träumchen. Hier geht's aber da ganz schön tief runter. Erstmal alles schön ausgeleuchtet und das alles für einmal Kohle. Ist nicht gerade sehr viel. Das sieht schon besser aus. Nächste einmal ordentlich beschweren und schon werden die Arbeitsverhältnisse angepasst. Das war's. War klar. Komm, mach ich eine Fackel fest. War's das. Das ist eine der Kacke, ja. Drecks, Rotz, Kack, Arsch. Oh. Da tropft es durch die Wand. Digga, was ist denn hier los? Oha. Es wird langsam dunkel. Oh ja, 10-mal. Geht. Ist zwar ehrlich gesagt ein Witz, aber geht. Achso, erstmal hier gucken. So. Hat wohl scheinbar noch nicht funktioniert, das mit denen, dass sie nichts mehr verändern dürfen hier. So. Okay. Gut. Dann kommt jetzt Operation Hinkelstein. Wir haben insgesamt 100 Stück, das heißt jeweils 25. So.
ist jetzt. Genau. So muss das sein. Der Raum ist breiter als lang. Gut, dann verlängern wir mal nach hinten ein bisschen. Gut, außerdem ist es gerade ein bisschen dunkel. Wir haben schon wieder keine Fackeln mehr. Ach Gott. No. Schlimmste, was jetzt ist, dass wir im Grunde welche Monster spawnen. Das wäre echt das Allerschlimmste. Ich erweitere den Raum mal um 2. Das sollte dann hoffentlich reichen. Jetzt überlegen, bis dahin geht die Wand. Das heißt also, der muss noch raus. Ne, die kann alle drin bleiben. So, die können auch drin bleiben. Perfekt, so bloß noch hier oben die Reihe. Hier das Ganze dann abschließen. Gut. Gucken, was hier mittlerweile gebraten wurde. Arschloch. Tja, also bei denen hat es funktioniert. Hier ist es nicht mehr in die Luft geflogen. Aber vielleicht kam die Veränderung noch bevor ich das abgeschalten habe. Mit dem, was sie das alles hier verwüsten können. Wer weiß, so habe ich noch Holz noch bei mir? Nein, habe ich natürlich nicht mehr bei mir. Ich sollte doch mal was essen. Hühnchen, Alter, ich glaub's ja. So, dann sieht das doch schon mal ganz gut aus hier. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist jeweils das hier. Und das reicht leider noch nicht. Heißt also, wir werden mindestens noch den hier reinbraten. Wird reichen. Gut. Und dann können wir am besten hier. Die Dinger können wir gleich wieder rausnehmen. Denn hier habe ich noch was vor.
Haben wir die dritte Tür noch dabei? Nein, haben wir nicht mehr. Dankeschön. Denn ich möchte nämlich hier gerne noch einen kleinen Tunnel machen. Oder wir machen das nebenan. Oh doch, macht dich nebenan fast besser. Die Frage wäre dann wirklich nur wo. So. Genau, dann können die hier wieder hin. Ich würde nämlich dann noch so einen kleinen Eingang machen und dann nach unten die Mine ausbauen. Und dafür halt noch einen extra Eingang nehmen. So, wie weit seid ihr? Oh, schon fast fertig. Das war dumm. Immer wieder, wie immer. Ah. Na gut. Für noch ein rechts ähnlich. Bom. So. Letzte Stücke haben wir, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Es reicht sowieso für nichts. Wow, wir können damit 8 Stück. Ach Gott, wir brauchen also definitiv noch mehr. Aber jetzt noch den ganzen Rest. Dann haben wir es hinter uns. So. Badam. Gut. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Na, das geht. Das war's auch schon. So. Ach Gott, Alter. Das ist deprimierend. Weg. So, und hier bauen wir jetzt Stück für Stück die Mine aus. Habe ich noch eine Spitzhacke dabei? Zufällig? Ja. Ein einziger. Wow. Wird aber gerade dunkel, ne? Ja. Gut, der macht jetzt mal kaputt. Hat also schon mal wirklich funktioniert. So. Ah, Kraki.
ziehe am besten das Zeug mal, um die Decke zu stützen. Ja. Okay. Werde jetzt schon wieder. Alter, wieso kommt der so nah an mich ran? Alle anderen werden immer weggestupst, aber der irgendwie gar nicht. Arschloch. Vielleicht kommt es noch hier. So. Wir gleich schon mal Kohle. Das mit der Mine kann also schon mal nicht schlecht sein. Außer wir werden gleich von Lava geflutet. Das wäre natürlich ultra schlecht. Aber man soll ja nicht negativ denken. Von der Tiefenkel schon fast aus, oder? Dann treibe ich mal jetzt Tunnel in die Wand, in den Boden. Ob wir schon auf irgendwelche Mineralien stoßen. Aha, da war doch schon mal Eisen. So, jetzt sogar gleich fünfmal. Holy moly. Ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Irgendwie Spitzhacken dabei, nee, ne? Müssen wir gleich wieder hoch. Nochmal ein paar Spitzhacken bauen. Schadet ja aber keinem. Oha. So, mal gucken, wer die jetzt schon mit dem Ofen sind, damit ich mein Haus endlich mal abschließen kann. Wieder so eine scheiß ungerade Zahl, das wird ja wieder nichts. Genau, okay. So, dann gucken wir mal. Wie weit wir reichen oder ob wir nochmal Lehm holen müssen. Ups. Och Mann. Er ist doch behindert. Na ja, los, mach ihn. Schneller, 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 schneller. 1, 2, 3. 1, 2. Ach, machen wir hier richtig aggro. Achso, können wir gar nicht lagern. Ach, fuck. Ah.
Jo. Very important Posse. Rein. Du nicht? Rein. Alle rein. Gut. Dankeschön. Jetzt renne ich auch noch da rein, Alter. Ich glaub's ja. Paar dumme Tiere hier. So, wo ist denn meine Spitzhacke? Jetzt habe ich die ganzen Spitzhacken mit. Ach, ich glaub's nicht. Alter, wie dumm kann ein einziger Mensch irgendwie sein? Aha, da funktioniert. Sehr schön. Ja, da funktioniert es wieder nicht. Hä? Da klappt aber hier nicht. Wollt ihr mich verarschen? Was ist los mit dem Spiel? Geht doch. Aber ich mache auch die Bombe. Das ist viel zu wenig, das wird gar nichts. Scheiße. Ich brauche noch viel mehr Leben. Noch viel, viel mehr Leben. Gefälligst leider. Alter, was ist denn hier los? Plunge Party oder was? Machen ja einfach einen Krach, Alter. Übrigens aufpassen bei diesen Hungeranzeige. Da immer drauf achten, dass wenn diese Keulchen grün wären, also immer nur praktisch einmal vergammeltes Fleisch mit einmal essen. Weil wenn ihr grüne wenn die Dinger grün sind und ihr dann wenn man vergiftet ist, hat man noch mehr Schaden. Nice. Aber wenn die nämlich grün sind und ihr dann rotten Fleisch esst, dann kriegt ihr davon extrem Schaden. Deswegen mal warten, bis ihr wieder entgiftet seid, sozusagen. Und erst dann essen. Alter, machen die einen Krach hier. Ah, jetzt muss ich wieder hoch. Oh, reicht das endlich mal? Oder rutsche ich immer noch? Ich geh erstmal wieder zurück. Das sollte erstmal reichen. Oh, wird doch wieder dunkel. Creeper? Ernsthaft? Wenn du denkst, ich hab dich nicht. Wenn du denkst, ich hab dich nicht gesehen. Keiner, ich hab dich schon gesehen. Er kommt zurück zu mir. Also kann ich da nicht schlafen.
Na. Ist doch Bullshit. Okay, okay, komm her. So. Achso, halt. Muss ja hier. Ach Gott. Ich verbrauche definitiv zu viele Rohstoffe. Gerade was Kohle angeht. Gut, wir haben jetzt gar kein bisschen Kohle mehr. Ist das behindert. Gerade so viel Kohle gesammelt und jetzt schon wieder alles weg. Das mit dem Lehmbauen ist echt eine kostspielige Angelegenheit. Das ist irgendwie... Na komm, geh auf. Nicht so gut, wie ich es gehofft hatte. Auch mal ein bisschen Licht machen. Sonst kommen noch die Ghostbusters. Alter, wir machen hier mit Kohle. Hey, ich brauche Kohle. Ich brauche die Kohle, mein Quarar ist noch nicht abbezahlt. Na gut, ich gehe noch mal ein bisschen in die Tiefe. Noch 4 Fackeln, Alter. Also Not, wenn uns die Dinger ausgehen, dann müssen wir jetzt mit dem Boot ein bisschen rumfahren und uns da bei den da wo der Dungeon war, ein bisschen was holen, beziehungsweise einfach ein bisschen rumlatschen, gucken. Aber ich will jetzt eigentlich nicht noch tiefer gehen, weil dann wird nämlich der Weg ganz schön lang. Von daher höre ich jetzt an der Stelle erstmal auf mit tiefer gehen. Aha, Kohle. So, dann gehen wir mal in die Richtung ein bisschen. Fuck. In der Richtung ist so viel gar nichts. Bleib ich mal hier. Gut, hier ist auch nichts mehr. Ich meine, an sich tiefer gehen wir auf jeden Fall noch. Müssen wir ja, um schon mal deswegen, um auf Diamantenjagd zu gehen. Aber halt jetzt hier nicht. Also jetzt hier nicht mit der Schräge. Sondern da gerade wird es dann mal gerade nach unten mit Leitern. Vor allem hatte ich gehofft, dass wir irgendwie auf den Minenschacht kommen.
Ja, wenigstens mal eine Höhle. Aber irgendwie, das ist irgendwie gar nicht. Das ist echt deprimierend. Weil wenn man mal bedenkt, wie viele Kerzen wir wieder verbackert haben. Ach, wir haben gerade mal 10 Mal Kohle bekommen. Das ist eher ein Witz. Na gut, ich würde mal sagen, wir dürfen uns damit abfinden, dass wir hier keine weiteren Rohstoffe bekommen. Also wir sind jetzt nicht in brauchbarer Menge. Ist an sich also schon mal ein Nietengeschäft hier. Schade eigentlich. Ach du Kacke. Ist alles ausgeleuchtet hier. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Aus einer Demokratie hier. Gesindel. So, gut, dann gehen wir mal zu unserem Feld. Wir haben viel zu viel Geröll. Ich weiß gerade gar nicht, bis wohin das Wasser funktioniert. Ich werde mal hier ein paar Probebohrungen machen. Und mal gucken, bis wohin das ganze Zeug nass wird. Und der dürfte auf jeden Fall noch nass. Ach, sind sogar beide noch nass. Na gut, dann ist ja alles in Ordnung. Das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. So, das mache ich hier noch schnell und dann soll das ja auch mit der Folge dann wieder gewesen sein. Gut, ah, kann das gehen. Na dann, schau mit V.